macht der Häuptling da? Er hält eine Rede. In Zeichensprache. Und was sagt er? Er sagt, Peter Pan, mächtig tapfer, rettet Tiger-Lilly, macht großen Häuptling sehr froh. Wo sieht ihr gerade nicht aus, ihr Böse? Mache Peter Pan zum Häuptling. Du heißt jetzt kleiner weißer Adler. Hurra! 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 Das ist ja wundervoll. Hurra! Nun erfahren die bleichen Brüder viel Geheimes über den roten Mann. Fein, da kann man sicher manches dazulernen. Wieso ist der rote Mann rot? Und warum sagt der Hau? Sagt der Hau? Und warum fragt er überhaupt, warum, Herr Häuptling? Warum fragt er, warum? Warum fragt er, warum? Weil sie noch nicht wissen konnte, was sie heute alles weiß. Weil die Hausfrau gar nicht mal so dumm, denn dann fragt er sie, warum. Hallemaleganda, Hallemaleganda, fragt ihr noch den Bau. Fragt warum, weshalb, wieso und wozu fragt sie auch. Squaw tanzt nicht. Squaw muss Holz holen. Und warum sagt ihr Hau? Und warum sagt ihr Hau? In dem Buche steht er so ein jünglich breites Grau. Und er schrieb voll Bangen, Hau, es ist Sieger, Mütterchen, ein Indianer Prinz und der liebt die Prinzessin Chin. Sie küsste ihn, da ward er rot, sie sind lang schon bleich und tot. Das war die Pferd von Rotau und der der Geschichte nicht ganz trau. Der Verfall an beim lieben Gott. Sag, warum ist die Rotaut Feuer an. Squaw denkt nicht daran, Feuer zu machen. Squaw geht jetzt nach Haus.